Hey Leute, willkommen zurück zu Nioh. Wir machen die nächste Dojo-Mission. Eine kann ich leider nicht machen, weil ich nicht die Punkte dafür habe, die Ninjutsu. Deswegen machen wir jetzt eine größere Harmonie. Tenkai, ich habe von Fuku gehört, dass du die Techniken der Onmyo-Magie gemeistert hast. Es gibt noch eine Zauberei, die ich dich lehren möchte, so unbedeutend sie auch sein mag. Doch zuerst muss ich dich bitten, deine Wittigkeit zu beweisen. Je mächtiger die Magie, desto größer die erforderliche Stärke, um sie zu kontrollieren. Indem du diese Prüfung bestehst, beweist du, dass du geeignet bist, diese Technik zu lernen. Sehr schön. Dann kann ich die Onmyo-Magie wahrscheinlich instant wirken, also ohne Zauberzeit, ohne dass er erst rumfuchteln muss. Dann habe ich wahrscheinlich sofort die ganzen Sachen verfügbar. Da schieße halt jetzt meinen Faultier-Zauber und meine Ausdauer und so weiter und so fort. Ich find's gut. Okay, das wird wahrscheinlich nicht sehr leicht werden, weil wir wissen ja alle, dass die Nebenmissionen immer schwerer werden. Und auch die Dojo-Mission wird jetzt kein Pappenstiel. Was habe ich denn? Wasserzauber, Rüstung, Stärkung, Blitztalisman, aha. Heilung, nochmal Stärkung, das ist glaube ich Ausdauergeneration, Wasserzauber und Faultier-Talisman. Ah, okay, ich habe auch mein Schwert. Au! Oh, wow. Geht ja gut los. Ich habe auch ein Holzschwert, mal ehrlich. Was soll ich denn mit so einem Kack-Holzschwert? Ich glaube, bei denen war übrigens Blitz ganz gut. Naja. Mach ich das halt mal. Ohajime kudasai. Au. Das kommt halt noch der andere dazu, ne? Ja komm, das ist Lebensenergie, ne? Ja. Ach doch. Oh, meine Fresse. Die sind aber auch ganz schön stark, Mann. Ich nehme mal das Kurasi. Kusarigama. Kusuruguro. Sokorogoro. Hajime kudasai. Guck mal, geht auch gleich viel besser. Alter Schwede. Peng. So, was kommt jetzt? Oh ja. Der hat Blitz. Sehe ich an seiner blöden Zunge. Das klappte gut. Oh nein! Ein Null? Willst du mich verarschen? Oh nein, was mach ich denn? Jetzt habe ich einen Blitz drauf. Ja, jetzt macht er wieder den Scheiß. Vier Stück hintereinander. Komm nur. Ach du Scheiße, hör auf! Ja! Der hatte nichts mehr! Ach, diese Scheiße! Ach, dieses Kackvieh, Mann! Ja, das ist doch scheiße, Mann! Ich hatte es schon! Ach jetzt! Kommt nicht zu zweit her, bitte! Das wäre ein bisschen gemein. Wie wär's mal mit ein bisschen Wasserschutz, hä? Ja.
was? Bad. Hat mir nichts ausgemacht? Na gut, das jetzt schon. Ach man. Nein, ich hab keine. Ja klar. Aha. Oh, ich komme auch nicht weg. Rechtzeitig. Ich will doch nicht vor dich. Yeah. Ja. Ich nehme mal hier mein Katana. Nein, nein, nein. Oh, shit. Jetzt bin ich schon wieder mit Blitz. Okay, ich glaube, ich mach mal was. Ah. Ach komm schon. Habe ich noch was? Okay. Und schon wieder Blitz. Das war's wohl. Sorry, Meister. Ich weiß gar nicht, was du gesagt hast. Aber es war gut, hat er gemeint. Es reicht, okay. Oh Gott, 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 oh Gott. Das war kein Pappenstiel, ich sag euch das. Ich hab ganz schön geschwitzt. Oh, warum haben die alle das blöde Vieh, bitte? Alle haben so diesen dummen Nue. Ich würde auch gerne so ein Vieh beschwören können, ja. Ich verbeuge mich vor deiner Macht. Der Anblick, wie du Dämonen nicht nur mit Rüstung und Klinge, sondern auch mit Magie zur ewigen Ruhe schickst, erinnert mich an jemand anderen vor langer Zeit. Verzeihung, ich schweife ab. Also gut, ich vertraue dir die Technik an. Setze sie mit Verdacht ein. Oh, Mann. Na, endlich. Ich habe die letzte Onmyo-Magie wahrscheinlich. Nee, hier war das. Zack. Ja, ich kann Meditation lernen. Ich habe jetzt halt leider noch nicht die Mittel dazu, aber ich habe ja eine Onmyo. Nee, warte. Der berühmte Onmyo-Magier. Ja, die Bücher habe ich mir auch nochmal gleich gekauft für den Fall. Wirkungsdauer von Fähigkeiten und wird sofort eingesetzt. Erhöht die Wirkungsdauer von Fähigkeiten und Gegenständen. Ja, natürlich nehme ich die Zaubergeschwindigkeit. Onmyo Magiemeister. Ja, bitte. Oh, ist das schön. Ist das schön, Leute. Würfelaufstieg reicht leider nicht. Okay. Hauptmission, was haben wir noch? Nebenmission Berg der Reue. Ich habe hier leider übrigens einen Kodama vergessen. Hole ich mir dann ein andermal. Der Berg der Reue. Ja. Du alter Text. Dein Jeans. Daionjins Sake. Einer der Dorfbewohner hier wurde aus Verzweiflung zu seiner Tat getrieben, die er jetzt zutiefst bedauert.
Er hat seine alte Mutter auf den Berg Ibuki gebracht und dort zurückgelassen. Ein Maul weniger zu stopfen, sagt man wohl. Ein abscheulicher Brauch, doch der in ärmeren Dörfern noch immer vorkommt. Aber seit jetzt Gerüchte über einen Dämon auf dem Berg Ibuki aufgekommen sind, bereut der Mann sein Verhalten zutiefst. Er würde seine Mutter gerne wieder nach Hause bringen und ohnehin können wir den Berg nicht an den Yokai überlassen. Würdest du dir die Sache ansehen? Die alte Frau könnte in großer Gefahr schweben, also beeil dich bitte. Ja, lass halt deine Mama auf dem Berg sitzen, ist doch okay. Also mal echt jetzt. Klar, ich meine, armer Bauer und so, aber die eigene Mama auf den Berg und dann... Nee, das macht man nicht. Mit der Mama machst du das nicht, ja? Mit der Schwiegermutter, aber nicht die Mama. Ist ja nicht seine Mutter. Ist ja die Mutter seiner Frau dann. Ist ja was anderes. Ach ja, so. Bin ja gespannt, was jetzt hier kommt alles. Da hinten jetzt... nicht weiter, aber auch nicht zurück. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Das mit den Onmyo-Kräften, das muss jetzt richtig geil sein, du. Richtig geil. Stimmt ja, ich habe Feindradar ganz vergessen. Das ist ein Schatz. Bin auch ein sehr kleiner Schatz. Schatz ist Schatz. Oh ja, na gut. Ich sag nichts. Oh, du Scheiß. Drecksrad. Oh, das geht echt schnell. Oh. Kackvieh. Sieht nochmal ganz glimpflich aus für mich. Ah. Ich sehe dich nicht, ja? Ich sehe dich nicht. Das ist genial, Strategen, so. Oh, ich sehe jetzt ja. Das ist so eine Leiter. Da ist kein... Oh, doch, da ist einer. Da ist ein Feind. Na, wo ist er denn? Au. Oh nein, was ist das denn? Rabentengu. Scheiße. Bei dir gehe ich kein Risiko ein. Oh nein. Ah. Wow. Das war knapp, du Schwein. Komm mal, der zaubert nicht mehr. Ich hab's direkt drauf. Hup. Geil. Das war aber auch echt blöd von mir gekämpft. Aber ja, mir egal. Böse ist tot. Und da gibt's ein... Ich glaube, da war das heilige Wasser. Also die Quelle. Ja, aber die Quelle. Macht Schnacksch. So. Das ist gut. Aber die Rüstung rostet schnell weiter. Oh, guck mal, der Buff ist weg vom Dingenskirchen. Von meinem Zauber. Und die ist schwächer, hier die Quelle. Das ist aber blöd. Mal halt runter. Was ist denn hier los?
Oh oh. Ja, das Feuerrad, ich hab's gesehen. Nein. Na komm. Oh nein, kommen jetzt beide. Oh, scheiße. Das wollte ich nicht. Nein. Dinger. Einfach nur Mistdinger seid ihr. Autsch. Ja, ich weiß, ich habe schon mal besser gekämpft. Zack. Oh, was Violettes, sehr gut. Ich jetzt einfach alles hier absuchen nochmal. Dieser kleine Pisser hier. So. Keine Gnade für die kleinen Schweinchen. Kleinen Quieker. Eine Mimik, ne? Okay. Kommen die jetzt gar nicht mehr? Nur mal so eine Frage. Kann es sein, dass ich die jetzt komplett hinter mir gelassen habe, diese kleinen. Diese Mimics? Oh, hallo. Hallo, hallo, hallo. Das ist so gut. Ich mag die Omniokraft, die sofort wirkt. Gibt nichts Besseres, wenn ihr mich fragt. Zumindest nicht für Omnio-Magier. Das ist geil. Es ist irgendwie auch ganz logisch, dass sie damit warten bis zum Schluss. Aber es ist halt schon Unterschied, ob man Zauberzeit hat oder gar keine Zauberzeit. Ah, sehr gut. Was Violettes. Ist hier nochmal was? Ah, ein Schrein, okay. Ich achte da nie drauf, aber es steht ja immer ganz am Anfang bei den Nebenmissionen, ob man noch einen Schrein hat oder nicht. Und ich begrüße das hier. Und nochmal überall durch, wenn ich jetzt so einen kleinen Boss besiege, das wäre ziemlich blöd. Wenn überhaupt ein kleiner Boss kommt, ist die Frage. Vielleicht kommen auch einfach nur Standardgegner, das weiß man ja nie so genau. Auf jeden Fall muss ich ja die alte Frau finden. Die arme Frau. Ah, oh, mit der alten Frau kann ich ja machen. Ja, eine arme alte Frau. Ja, komm. Körper ist schon okay. Und da ist es wieder, das Scheißrad. Das Scheißhausrad. Bleib bloß weg, ich sag's dir. Ich spare mir mal das Elixier. Hab leider eh nicht so viele.
Oh, du scheiß Rabentengu. Was? Das hat mich Leben gekostet. Immer gestohlen bleiben. Ich fürchte, der ist schneller wieder oben, als ich will. Ein Seelenstein. Ja, da kommt er schon wieder, ne? Mistvieh. Geh einfach weiter rauf jetzt. Ist mir doch egal. Das Problem ist halt, der kommt immer wieder, ne? Ich mach den gerade schnell kalt. Ja, du Kacktengu. Kacktengu. Aus mein. Wollte ich doch gar nicht. Ich wollte das hier und dann nach oben drücken. Oh Mann. Der halt rumflattert. Guck mal. Oh nein. Ich hab's so gewusst, dass die mich jetzt hier kriegen. Oh, scheiße. Oh, ich den blöden Tengu wollte. Oh, leck mich am Arsch, Tengu. Leck mich einfach am Arsch. Ich hol mir schnell nochmal. Na komm. Aber ganz schnell hier ab, bevor noch was anderes Fieses kommt. Ah, Mann. Genauso. Naja, nicht genauso. Ich habe zu viel Kram verbraucht, aber fast genauso. Ich würde schon sagen, fallt bitte nicht schon wieder runter, das macht es nur unnötig kompliziert. Kommt jetzt etwa nochmal der Boss? Das wäre höchst unangenehm. Fand ich nämlich ganz schön krass, ehrlich gesagt. Aber vielleicht auch nicht. Komm schon. Ja, gleich der zweite Kopf. Oh.
Oh, guck mal, er wieder. Hey! Na, wo sitzt er, meine Bienchen? Wo sind meine Bienchen? Oh, kann ich was? Ist das die Omi? Oh nein! Oh nein! Och, nicht Mutti. Der dumme Bauer. Jetzt weiß er hoffentlich, wie das... Ich finde das fies. Die arme Mutti. Habt ihr gehört? Und sie sagt selber noch, Zeit, die Last von meiner Familie zu nehmen. Wie arschig. Wie arschig ist denn dieser Bauer, bitte? Dass er seine arme Mutter hier opfert und die ist sogar noch so gut und... Sagt, es ist okay. Das finde ich echt traurig. Na gut, man weiß halt nicht, wie das ist, ne? Wenn man nichts hat und dann noch weniger hat, weil die Mutter da ist und die Kinder, geht ja immer um die nächste Generation. Ne? Kinder sind ja das Wichtigste, wissen wir alle. Trotzdem, wir wissen deine heldenhaften Bemühungen zu schätzen. Ich habe dem Mann von seiner Mutter berichtet. Es scheint grausam, aber er muss die Folgen seiner Taten akzeptieren. Wenn es etwas zu bedauern gibt, dann, dass es so schwer um einen Menschen geworden ist. Tja. Dass es so um einen Menschen geworden ist. Oh, ich habe nur eine Maske bekommen. Oh, ich verzwielicht Mission. Hier kennen wir schon leider. Ach, Kinder. Das ist aber traurig. Die Maske des rachsüchtigen Geistes. Oh, die ist gar nicht mal so schlecht. Stufe 126. Das Hachimaki des genialen Strategen. Huch. Hat leider nicht so viel Preuß. Oh, hat aber mehr als meins. Guck mal. Wiegt 3,7. Das ist nur ein Stirnband. Krass. Verstehe ich aber nicht so ganz. Und ich habe noch ein neues Rezept. Yudashai. Ja, für den Sake. Der Jimon Sake. Halt Elementarschäden. Macht immun dagegen, ne? Halt und verhindert. Alles klar. Hey, das wäre eigentlich ganz gut gewesen gegen das blöde Vieh. Soll ich das? Ich meine, es kostet natürlich Feder das Raben-Tengu, aber pff. Nutze ich ja sowieso nie. Mal sehen, nächstes Mal vielleicht. So, lass mal kurz gucken. Kann ich. Ich kann mir doch bessere Sachen anziehen, oder? Das Hachimaki. Allgemeinwohl, Allgemeinwohl. Habe ich hier was vom Hachimaki? Schade. Was? Rüstung des Justizministeriums. Schadensreduktion 1%. Wow. Echt jetzt. Schaden, Mondschatten. Das Problem ist halt, dass meine Rüstung langsam so ein bisschen... Naja, 117 ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber... Da habe ich dann noch für einen Set-Bonus drauf. Schadensreduktion und Schatzgespür sowie Feindradar bei zwei Teilen. Ah, ich finde die beiden eigentlich ganz geil, ne? Schadensreduktion und Feindradar, aber es hat jetzt nicht wirklich viel Nutzen, was Rüstung, Verteidigung angeht, ne? Naja. Ah, was? Eine Joe des Honmyo-Magiers Eboshi. Okay. Allgemeinwohl, ja. Da habe ich keine windende Zungen mehr. Welt des weißen Tigers. Das finde ich auch ganz interessant vom Aussehen, aber es ist halt leider nicht sehr gut. Das ist leichte Rüstung. Das ist alles schwere Rüstung. Sieht man übrigens wunderbar unter dem Symbol. Da ist das Helmsymbol und da sind die Gewichtszeichen. Also das ist schwer, das ist mittel, das ist natürlich leicht.
Dementsprechend kann man sich dann ganz gut ausrüsten, welche Rüstung man nimmt. Ich habe jetzt halt gerade wie gesagt, gerade so ein Mischmasch bei mir. So eine Mischmasch-Rüstung. Okay, da es nicht mehr Sinn gemacht hat, jetzt noch groß zu leveln oder was zu machen oder den nächsten Level anzufangen, würde ich sagen, ich beende hier den Part. Danke fürs Zusehen. Ich glaube, das war jetzt auch wirklich eine der schwereren Nebenmissionen. War es die schwerste? Man weiß es nicht. Danke fürs Zusehen. Tschüss.